Im Praios des Jahres 1003 nach Bosbarans Fall ist das Mittelreich in Aufruhr. Heerscharen von Ogern verwüsten die östlichen Provinzen des Reiches. Der ehemalige Hofmagier Galotta hat sie von einer Insel im Dapathischen Ochsenwassersee mittels eines mächtigen Artefakts zum Zug der Oger aufgestachelt. Vor wenigen Tagen hatte eine Gruppe wackerer Helden dem Bösewicht das Handwerk gelegt. Doch wurde seine Leiche nicht gefunden. Des hohen Kopfgeldes wegen bevölkern nun Abenteurer und allerlei Gesindel die Ufer des Sees, um nach dem scharlachroten Haupt Galottas Ausschau zu halten. Doch nicht alle wollen dem mächtigen Magier ans Leben. Zwei Fremde aus dem fernen Süden sind fest entschlossen, Galotta heil aus dem Mittelreich zu bringen. Ja, das heißt, die Helden befinden sich gerade in Dapathien auf heikler Mission. Ja, wollt ihr euch kurz vorstellen? Also Akanzandor, der Schwarzmagier, ist Abgänger der Akademie zu Barabak. Ist ein astreiner Söldner, der sich für die ein oder andere Goldmünze für nichts zu schade ist. Dafür sogar die Zivilisation und die Forscherstube verlässt, die er der Wildnisklar bevorzugt. Genau, und er ist mit dem Azrael Dunkelherz schon einige Aufträge hinter sich und ist jetzt als Söldner-Duo, die sich etabliert und werden von mindestens ebenbürtig zwielichtigen Charakteren angeheuert. Das heißt, er finanziert sich seine finsteren Forschungen mit diesen Unternehmen. Ja, genau. Ja, genau. Bei mir ist es so, dass ich aus den Weiten der Wüste komme und eben fürs Geld dann entsprechend in die Welt gezogen bin, um hier Reichtum zu erreichen. Und so befindet ihr euch also an diesen, ja, regnerischen, grauen Tag weit im Norden in Dapathien an den Ufern des Ochsenwassers, also ein großer See, der da vor euch liegt, und erinnert euch an euren Auftrag. Ihr sollt den ehemaligen Weißmagier Gaius Cordovan Eslam Galotta heil aus dem Mittelreich schmuggeln, heimlich rausschaffen und nach Brabak bringen. Das Ganze ist äußerst schwierig, weil ein enormes Kopfgeld auf Galotta ausgesetzt ist. Wie ihr feststellen musstet, als ihr ins Mittelreich eingereist seid oder nach Dapathien, ihr könnt überall Steckbriefe aushängen sehen, die diesen, ja, Mann mit scharfem Blick und schrecklichen, feuerroten, kahlen Haupt zeigen. Und das ganze Land scheint aufgewühlt. Überall sind irgendwelche Söldner, Abenteurer, Heldengruppen unterwegs, die anscheinend das Land durchkämmen auf der Suche nach Galotta, um sich das Kopfgeld zu verdienen. Und Gerüchte machen die Runde, dass er eben aus seinem Turm im Ochsenwasser, auf einer Insel im Ochsenwasser geflohen ist und jetzt, ja, sich versucht, rauszuschaffen aus dem Mittelreich, in Sicherheit zu bringen. Also, wo hält er sich gerade auf ihn? Na, Galotta, ihr wisst ja nicht. Ah, ja. Ja, gut, dann fangen wir vielleicht trotzdem bei, wenn wir bei Dettenhofen anfangen, wo uns da erstmal vielleicht von der Küste aus die Insel irgendwie den, also getarnt natürlich als Heldengruppe, die sich auch das Kopfgeld sichern will. Wobei Arkan sich denkt, wenn es nicht seine Beziehungen zur Akademie in Brabak so schwer belasten würde, dann ist er sich nicht sicher, ob er sich nicht auch lieber das Kopfgeld schnappen würde. Ja, also es ist ein erstaunlich hohes Kopfgeld.
Ja, dann würden wir uns mal in Dettenhofen umschauen. Beziehungsweise bei der Insel anfangen. Die Landstraße ist erstaunlich voll. Immer wieder ja, irgendwelche verwegenen Gestalten, die ganz nach Helden und Abenteuern ausschauen. Und immer wieder wird sie auch angesprochen. Also, ihr seid in Dettenhofen, ein kleines Dorf am Ostufer des Ochsenwassers. Das nächstgelegene Dorf zur Insel, wo Galotta gehaust hat und wohl auch seine finsteren Zaubereien veranstaltet hat. Ihr könnt also sehen, das Dorf ist komplett überfüllt von irgendwelchen Fremden. Die Einheimischen sind sehr unfreundlich und ihr werdet jetzt immer wieder belästigt von irgendwelchen mehr oder weniger verwegen aussehenden Gestalten, die euch nach versuchen, Informationen aus euch rauszukriegen. Ob ihr, ja, jetzt wird man, mach mal irgendwie, jetzt versuchen sie es zu verheimlichen, dass sie Galotta suchen, sagen wir, ja, ob sie einen alten Mann gesehen habt mit rotem Schädel. Anderes Mal wird sie direkt nach Galotta gefragt und je nachdem, wie sie eigentlich aussieht, beschreibt mal, wie sie da rumreist. Ja, wir würden schon in irgendeiner mittelländischen Kleidung auftreten. Ja. Ich weiß nicht, wie riskant ist es als Schwarzmagier, sich als vielleicht grauer Magier oder so zu verkleiden? Kann man auf jeden Fall machen, wenn du das Gildensiegel verbergen kannst. Ja. Ja, würde ich eher als neutralerer Magier auftreten. Und entsprechend gekleidet sein. Ja, Graumagier aus Pudding kann man vielleicht. Da war es bestimmt schon mal auf irgendeiner. Ein Konvent. Ja. Bei mir ist es so, dass ich mich von der Kleidung her angepasst habe an die Region. Weil so als Auftragsmörder muss ich das öfter machen. Genau, ich habe aber schauen müssen, dass man meine Waffen nicht so sieht. Das heißt, da eher die kleineren Waffen mitgenommen, beziehungsweise geschaut, dass man die halt so verbergen kann in der Kleidung, weil das sind doch eher südländische Waffen, die werden aufgefallen. Okay, sehr gut. Dann, so wie es ja in Dettenhofen einreitet, werde ich hier sofort am Ortseingang quasi begrüßt von einem hochgewachsenen, schlaksigen jungen Burschen, der wahrscheinlich kaum überhaupt das Erwachsenenalter erreicht hat. Und er ruft euch an: Heda, werter Magier, seid ihr auch auf der Suche nach, ihr wisst schon, dem Schurken Galotta? Ja, schließt euch uns doch an. Wir könnten noch magischen Beistand gebrauchen. Wie ihr sehen könnt, sind ja allerhand Kopfgeldjäger unterwegs, aber der Kopf des Gejagten macht sich rar. Ist es nur einer oder wie viele sind es? Ja, das ist einer, der ist aus so einer Gruppe zu euch gekommen, aber das stehen noch andere, so recht unspektakuläre Abenteurer, irgendwelche, zum Teil Söldner, zum Teil haben wahrscheinlich einfach irgendwelche Bauernburschen, die wegen dem Kopfgeld jetzt aufgemacht haben, um den Galotta zu fangen. Okay, na gut, die könnten wir ja vielleicht für unsere Zecke einspannen. Ein paar mehr Ohren würden nicht schaden. Ich sage, Bursche! Ich bin ja mit meinem. Ja, wer ist das? Wer ist das heutzutage nicht bei dem Kopfgeld? Ja, ganz recht. Ganz recht, Herr Magier. So ein Kopfgeld habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Ja, ich bin gleich von zu Hause los, als ich das erfahren habe. Ja, mein Vater hat es nicht gefallen, aber wenn ich mit den Dukaten heimkomme, da wird das mir schon verzeihen. Ja. Naja, wir können auch ein paar Kumpanen gebrauchen bei der Suche. Ja, also dann abgemacht. Ja. Also ein Drittteil geht an mich und der Rest wird hier an die Mannen verteilt und zu gleichen Teilen an euch natürlich. Ein Drittteil? Ja, sicher. Ich bin hier der Anführer. Ah, Bursche, glaubst du, dass ein Magier sich mit dem Anteil wie ein normaler Söldner zufrieden gibt? Na so, was verlangt ihr denn? Ja, ebenso einen Drittteil. Na, das müsst ihr aber den anderen mal erzählen. Na.
Ihr seid der Anführer. Er merkt sich ein bisschen unsicher. Ronne! Ronne, Hilbert! Kommt mal her! Was ist denn, Hasko? Ja, ich habe einen Magier angeheuert, aber er will ein Drittel. Dann kommt das ein bisschen ein grob schlächtiger Typ, der tatsächlich ja, so eine Art Axt im Gürtel stecken hat. Möglicherweise ein Holzfäller. Und sagt, so, ein Drittel könnt ihr vergessen. Ihr kriegt das gleiche Bezahlung wie jeder hier. Jeder außer Hasko. Was? Und dann, wie du das aussprichst, kommst du sofort zu einer Keilerei. Und man schenkt euch zunächst mal keine Beachtung mehr. Okay, ja, das ist wahrscheinlich die Mühe nicht wert. In so einem Haufen. Ich glaube, da kriegen wir später in der Taverne sicher so viele Informationen wie von denen jetzt gerade. Ja, ich glaube auch. Wenn sie das ausgestritten haben, dann kommen sie vielleicht eh nochmal. Kommen wir nochmal vorbei. Ja. Ja, dann lass uns mal in die Taverne schauen. Ja. Ja, die Taverne ist gerammelt voll, also ihr kriegt keinen Sitzplatz mehr, ihr könnt euch aber am Tresen etwas bestellen. Ja, wir machen das. Dann machen wir das doch mal, oder? Ja. Ja, ihr müsst also unangenehm lang warten, bis irgendwann sich die Schankmarkt auch euch endlich zuwendet und dem sehr einen irrsinnigen Ansturm abfertigen muss. Meine Herren, was wünscht ihr? Ein Bier und vielleicht ein bisschen den neuesten Schwank. keine Zeit, Verzeihung, meine Herren. Rede doch hier mit denen da. Und dann deutet sie auf irgendeine andere Heldengruppe. Ach Gott. Ich würde jetzt da einfach am Tresen ein bisschen versuchen, ins Gespräch zu kommen. In dem Sinne, ja, was das für Zuständige sind, so viele Leute und muss er ewig anstehen. Und ja, wisst ihr denn nicht? Also, es ist so eine hagere Frau. Es scheint irgendeine Art Laiendienerin der Preiskirche zu sein. Strahler. Ja. Wisst ihr denn nicht, wer hier gesucht ist? Es handelt sich um Galotta, den Erzschurken, und ich wurde selbst ausgesandt vom Praios-Tempel zu Romulus, um hier nach Spuren zu suchen, aber naja, wie ihr seht, ich bin nicht die Erste, die hier nach Galotta sucht, und es scheint mir, dass sich Galotta hier sicher nicht aufhält, denn sonst hätten ihn all diese tapferen Recken, diese tapferen Recken ihn sicherlich schon gefasst. Wenn ihr mich fragt, verschwendet ihr also hier eure Zeit. Und auch ich werde morgen im ersten Praios-Licht wieder abreisen. Gibt's noch keinen handfesten Hinweis, wo er sein könnte? Nichts. Der Dämonenkerl ist wie vom Erdboden verschluckt. Ist es öffentlich bekannt, dass ein Turm da war? Na ja, sicher. Die Fischer erzählen sich viele Schauergeschichten von den Kreaturen, die auf der Insel hausen sollen. Und kein Fischer, der auf der Insel angelandet ist, ist je wieder zurückgekehrt, sagt man. Ja, aber nur Fischer. Oh. Hat die Insel noch niemand durch einen durchsucht? Na ja, doch. Also es waren ja einige Helden auf der Insel. Die behaupten, dass sie Galotta getötet haben, aber sie konnten keinen Leichnam vorweisen. Naja, sie sagen, er habe sich vom Turm gestürzt. Und die Insel ist ja bevölkert von diesen Riesenaffen.
Der Riesenaffen. Ja. Also wir wollen warten, bis der, naja, bis der Kaiser seine Truppen schickt und die Insel durchsucht. Aber naja, die kaiserlichen Truppen sind gerade ein bisschen beschäftigt mit den Ogern im Süden. Ja. Aber das klingt ja nicht also, nach. Also der Bericht von den Helden, die Galotta getötet haben, das klingt ja zweifelhaft, ob sie überhaupt einen Fuß auf die Insel gesetzt haben. Deswegen ja das Kopfgeld. Aber wenn er sich noch auf der Insel befindet, kann er nicht entkommen, weil alle Ufer sind voll von Kopfgeldjägern und sobald die Ogergefahr im Süden gebannt wird, werden die Kaiserlichen die Insel stürmen und jeden Zentimeter untersuchen. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Ja, sehr gut, sehr gut. Noch mutige Fischer, die sich in die Nähe der Insel wagen. Kann man hier irgendwo anheuern? Gegen ein ordentliches, eine ordentliche Bezahlung werdet ihr sicher einen Fischer finden, der euch dort am Rand der Insel absetzt. Aber die Insel betreten wird niemand. Aber zumindest wäre das ein guter Startpunkt fürs Suchen. Und man kriegt ja am Schluss dann wieder genug Geld. Wenn ihr den Mut habt, die Insel zu betreten. Ich meine, die Frage ist nur, ob er noch Verstärkung anheuern oder ob er zu zweit fliegt. Es ist halt die Frage, was wir mit der Verstärkung machen. Weil ja, die darf die Insel natürlich nicht mehr verlassen, falls er tatsächlich noch auf der Insel ist. Ja, aber ich glaube, dann ist es billigste, wenn wir sich einfach den anderen Gruppen irgendwie anschließen, weil da gibt es ja sicher genug. Ja, aber man muss eine finden, die auf die Insel will. Ich frage die, ja, sagt, seid ihr mutig genug, mit auf die Insel zu kommen? Ja, das ist nicht meine Aufgabe. Dafür, du merkst, dass sie ein bisschen nach einer Ausrede sucht. Das liegt nicht in meiner Kompetenz. Ich befolge nur den Auftrag meines Tempels. Ja, aber ich glaube, wenn wir sich da ein bisschen in der Schenke umhören, dann sollten wir doch Darwin finden, der mutig genug ist, die lautesten Gespräche jetzt ein bisschen verfolgen und die dann nachher anreden, oder? Weil die lautesten Gespräche wahrscheinlich auch die betrunkensten. Also. Ja, würde ich noch schauen, dass wir uns vielleicht jeweils einzeln ein bisschen umhören noch. Ja. Und sonst heuern wir halt die. Die andere Gruppe dann. Die Holzfäller von vorher. Ja, also. Ihr könnt also allerhand interessante Helden sehen. Azrael, dir fällt ein hünenhafter Kämpfer auf, der im Kettenhemd finster in der Ecke sitzt und allein da so eine Art Eintopf löffelt. Ein Zweihänder, der neben ihm an der Wand lehnt, nur ab und zu bedrohliche Blicke in die Taverne schickt, und tatsächlich hat es niemand gewagt, sich zu ihm an seinen Tisch zu setzen. Während der Akan Zandor, dir fällt möglicherweise ein Magier auf, der da in Begleitung von scheinbar zwei recht unscheinbarer Zivilkleidung sitzt und sich mit denen angeregt unterhält. Also er trägt das Gewand der Weißen Gilde. Oh, risky. Ja, also ich glaube, ich würde mal zu dem Hühnchen hingehen und ihn so ein bisschen provozieren, in dem Sinne, dass wir da vorhaben, hinzufahren mit dem Schiff, und dass sich das sonst keiner so traut, und ihn dann so ein bisschen rauskitzeln will, ob er dann da mitkommen will. Ja, wer bist du? Was ist ein anderer typischer Name noch aus? Hallerik. Hallerik, genau, ich bin Hallerik aus dem Mittellanden und zu den Grenzen nach Süden. Und bin hier, hab hier von dem Kopfgeld gehört und will mir das nicht entgehen lassen. Aber das ewige Rumsitzen an der Küste geht mir auf die Nerven. Ich will hier ein bisschen
vorwärts kommen. Und deshalb würde ich auf die Insel rüber. Ich habe zwar gehört, das sind viele Affen, aber das kann ich mir jetzt nicht so gefährlich vorstellen. Aus den Mittellanden klingst aber nicht wie einer von hier. Ja, wie gesagt, aus dem südlichen Teil der Mittellanden. So, so. Da, wo es schon fast in die Wüste übergeht. Almada oder was? Na, mir soll es recht sein. Und du wirst auf die Insel gehen. Ja. Die Kalecken werden dich zerreißen, du Wicht. Ja, deshalb suche ich ja nach Leuten, die mutig genug sind, die mitkommen hier auf die Insel. Du glaubst doch nicht, dass Galotta jetzt nach mehreren Tagen immer noch auf dieser Insel sitzt und darauf wartet, dass jemand rüberfährt, um ihn abzuholen. Es wäre der beste Punkt, mal mit dem Suchen anzufangen. Und wo soll er denn groß hin? Rund um den See sind ja die ganzen Leute. Ja, und was, wenn er gleich am ersten Tag abgehauen ist, bevor die ganzen Leute hier waren? Das bezweifle ich. Oder zumindest könnte man dann auf dem Turm gute Hinweise bekommen, wo er eventuell hin ist. Also mir wäre es wert. Schau mal, Mittelländer. Hast du Gold? Kannst du mich bezahlen? Für umsonst gehe ich da nämlich nicht hin. Ja, der Kopfgeld ist ja dann genug da. Da kann man sich sicher einigen. Und was, wenn Galotta nicht auf der Insel ist? Dann gehe ich da rauf und lass mir für nichts den Schädel einschlagen von irgendwelchen Monstern. Ja, dafür hast du im Gegensatz zu den anderen, die hier warten, dann schon einen besseren Hinweis, wo man dann weitersuchen kann. Irgendwo muss man anfangen. Mach mal eine Probe auf Charisma. Gib mal eine mittlere Probe. Also 4. Das heißt, das ist geschafft. Du hast da vielleicht gar keine schlechte Idee. Weil hier in Dettenhofen rumzusitzen, bringt uns dem Kerl auch nicht näher. Dann lass uns dorthin gehen. Er streckt dir die Hand aus. Ne, seine mächtige Pranke. Korfried, der Eiserne. Und wer bist du? Hallrik, sagtest du. Ja, genau, Hallrik. Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Oder schön mit dir Geschäfte gemacht. Dann lass uns einen Fischer finden, der uns morgen, sagen wir, wie hieß er? Eine Stunde vor. Korfried, ja. Sagen wir, eine Stunde vor Sonnenaufgang legen wir ab. Dann sind wir am frühen Morgen, sollten wir auf der Insel sein. Genau, ja. Ich hätte auch vor dem Tagesanbruch wäre ich los, um hier die Ruhe vor dem Sturm auszunutzen. Dann sieht uns auch keiner, weil wenn wir das hier an die große Glocke hängen, dann haben wir plötzlich ein ganzes Rudel dieser Möchtegern-Helden auf den Fersen. Dann funktioniert es auch wieder nicht. Optimal. Okay, dann gehen wir mal zu Arkan Sandor. Okay, ich würde vielleicht den Weißmagier jetzt mal aus der Nähe betrachten. Ja, es sieht geliehen werden kann. Ausgemergeltes Gesicht. Leicht ergrautes Haar. Die zwei Leute, mit denen er sich unterhält, scheinen irgendwelche Gelehrten zu sein. Oder du kannst es nicht genau erkennen, vielleicht auch irgendwelche Geweihten. Die Tracht ist ja aus dem Süden nicht bekannt, aber du kannst ihn mustern und er wird dich nicht bemerken, wenn du nicht dich zu erkennen gibst. Okay. Naja, Weißmagier und Geweihte ist vielleicht zu hohes Risiko.
Aber anderes. Wenn diese seinen Zaubern dann auch bemerken, die du auf der Insel nutzen wirst? Möglicherweise. Also wenn man einen Dämon beschwört, wenn sie nicht toller sind. Dann wird es ein bisschen offensichtlicher. Ansonsten sind auch andere. Ja, es gibt auch irgendwelche so eine, also Burschen, die schauen aus wie Jäger. Einfaches Volk auch. Wird ihr nach irgendwelchen Kämpfertypen. Ja, du kannst auch noch erkennen, dass jetzt, wo du sagst, eben ist ein Ritter mit seinem Knappen eingetreten. Ah, den will ich mal ansprechen. Ja. Sag, der Ritter sucht, wollt ihr euch nicht meiner Gruppe anschließen? Wir suchen noch tapfere Recken, um die Insel des teuflischen Galotta aufzumischen. Oh, die Insel. Na, da, der Gedanke kam ja auch schon. Seht ihr, geniale Köpfe denken eben ähnlich. aber ihr sagt Gruppe, ich sehe aber nur euch. Ah, nun, ich reise mit meinem Freund Alrik. Halrik. So. Er ist ebenfalls hier, dort drüben steht er. Er ist ebenfalls auf der Suche nach tapferen Recken. Ah, so, ja. Nun gut. Nun, ich reise mit meinem knappen Falco. Gewiss. Ja. So, von welcher Akademie stammt ihr denn? Aus Punin. Punin, und wie darf ich euch nennen? Magister? Was ist der? Ja, Magister. Ich bin Magister Praudin. Magister Praudin, sehr erfreut. Runfried von Titelsau. Und wie ich bereits sagte, mein knappe Falco. Mein Gut liegt nur etwa eine Tagesreise von hier. Aber ich konnte nicht eher aufbrechen. Ihr wisst ja, wichtige Pflichten. Ich habe ein Rittergut zu verwalten. Da kann ich nicht einfach so mir nichts, dir nichts auf Abenteuer ziehen. Aber nachdem sie gestern das Kopfgeld verdoppelt haben, konnte ich es mir doch nicht verkneifen. Ja, wem sagt ihr das? Ich habe auch nur unter nahezu äußerstem Widerstreben meine Studierstube verlassen. Verstehe. Aber für derart wichtige, einen derartigen Schurken das Handwerk zu legen, müssen auch wichtige Männer wie ihr und ich ins Feld ziehen. Okay. Ganz genau, es ist doch gewissermaßen eine Ehrensache, dass wir diesen Halunken zur Strecke bringen. Das wäre nicht der Erste, den ich zur Strecke brachte. Ich habe einmal den Räuber Valpo höchstpersönlich, die hier im Grünwald der Schrecken aller Händler und gar meiner Kollegen der anderen Ritter waren, die ihn nicht zu fassen vermochten. Ich selbst habe ihn gefasst und nach Romilis geschleppt, wo er heute noch hängt. Vor den Toren der Stadt. Was ihr nicht sagt. Doch, ach nun, Magister, ist es Zeit noch, bevor wir uns auf diese gefährliche Reise begeben, noch etwas das Leben zu genießen. Denkt ihr nicht? Ja, gewiss, doch. Wir sollten
Wir sollten morgen nicht zu schnell aufbrechen. Sonst nicht, dass noch andere Abenteurer hier auf die Idee kommen. Ach, ihr wisst doch, wer gut trinken kann, der kann auch gut kämpfen oder gut arbeiten. Macht euch keine Sorgen. Und er winkt die Schankmaat vorbei. Hier, da, eine Runde. Die geht auf mich. Und dann stellt sie große Krüge, diesmal ohne Verzögerung, große Züge, Krüge Bier auf den Tisch. Anscheinend genießt der Ritter hier mehr Ansehen als der Magier. Ja. Ja gut, dann stoße ich natürlich mit ihm auf den besiegelten Bund hier an und werde mich aber nach einem Bier dann irgendwie noch verabschieden mit so einem dringenden Brief schreiben oder und Vorbereitungen treffen. Ein Magier ist das deutlich beschwerlicher als für einen Ritter, der stets bereit ist. Ja, da sagt ihr was. Uns Ritter, uns tapanischen Rittern macht man nichts vor. Wir sind ein harter Schlag. Nun gut. Dann werde ich hier mit meinem knappen Falco noch einmal. Ja, los, Falco! Das bist du immer noch beim ersten Krug. Der arme Knappe muss dann herhalten als Haufkumpan. Vielleicht ist ja der Corfried der Eiserne auch dem auch zugetan. Corfried wird es verweigern, Alkohol zu sich zu nehmen. Corfried wird sich dann nach seinem Eintopf zurückziehen. Der hat anscheinend noch irgendwie einen Schlafplatz gekriegt. Aber der Ritter wird euch anbieten, dass ihr auf einem Strohsack in seiner Kammer schlafen dürft. Ah, eine edle Geste. Ja, mangels Alternativen wäre das. Wird man das dann annehmen? Ja. Ja, ist nämlich alles ausgebucht. Ja. Also für den Ritter hat man natürlich noch eine Kammer gefunden. Da haben wahrscheinlich die Wirtsleute ihr Schlafzimmer geräumt für den Ritter. Ja. Und so könntest du da auch einen Strohsack nächtigen und ja, beziehungsweise malträtiert werden vom lauten Schnarchen des Ritters. Und des Knappen.